Hallöchen und willkommen zum 9. Lauf der Formel 1 Weltmeisterschaft. Heute auf Silverstone, in Silverstone, dem Heim-Grand Prix von einigen Piloten, darunter Jenson Button, Lewis Hamilton und auch diversen anderen. Und darüber hinaus, ja, Will Stevens, um noch eins zu nennen. Und auch darüber hinaus auch für viele Teams, denn unter anderem auch das Mercedes-Team, welches eigentlich ein deutsches Team ist, hat seinen Hauptsitz in Großbritannien und wir werden heute hoffentlich einige sehr, sehr gute Runden hinlegen, damit wahrscheinlich oder vielleicht eher gesagt um die Podiumsplätze mitkämpfen. Ich hoffe es wirklich, denn in den vergangenen Rennen sah es sehr, sehr gut aus, was wir auf die Strecke gebracht haben und darüber hinaus auch, was wir in den letzten Saisons in Silverstone gezeigt haben. Das war auch nicht von schlechten Eltern und hier können wir jetzt vielleicht wirklich mal richtig gut konkurrieren wieder. Ja, das Mercedes-Duo ist nicht uneinholbar weit vorne. Wir haben da durchaus eine sehr, sehr gute Chance, uns ranzukämpfen. Und gerade eben die Trainingszeiten, die haben auch wirklich positiv gestimmt. Jetzt muss ich nur noch im Quali alles zusammenbekommen, so ähnlich wie in Österreich. Und ja, dann passt es eigentlich. An dieser Stelle übrigens nochmal frohe Ostern an alle. Ja, wir haben auch ein schönes Fest. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt. Für die Leute, die arbeiten oder die auch in der Schule sind und derweil keine Ferien hatten. Wobei ich glaube, Ostern fällt in die Ferien, oder? Bei mir auf jeden Fall in die Semesterferien, deswegen habe ich leider keinen Vorteil mehr dadurch. Aber ich hoffe, ihr habt alle euer verlängertes Wochenende jetzt genossen. Beziehungsweise ihr genießt es noch, denn das Video soll am Montag kommen und am Montag hat man ja noch frei. Das ist eigentlich ganz chillig. Ich werde heute Abend nochmal den ein oder anderen Film gucken im Free TV. Das freut mich auch ganz sehr, dass es da zum Beispiel Gravity gibt. Aber wir wollen heute nicht über Filme sprechen, sondern wir wollen ein Rennen sehen. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir zunächst das Qualifying. Los geht's! Ach, herrlicher Sonnenschein auch noch, ne? Ja, interessant, ich fahre die Kurven ganz anders an als die Konkurrenz, man sieht's. Bringt mir nicht in jeder Kurve einen Vorteil. Na, hier konnte ich nur sehr spät aufs Gas, das hat mich jetzt viel Zeit gekostet. 3-4 Zehntel hätte ich da schneller sein können. Aber wir sind aktuell noch auf Polkurs. Oh nein. Die beiden Mercedes kriegen uns da am Ende noch. Und damit sind wir mit 2 Zehnteln Rückstand allerdings nur Dritter. Boah, also mal ganz ehrlich, nachdem wir in Australien und Malaysia die Qualifyings gesehen hatten und auch in Shanghai, wobei da sah die Rennpace, glaube ich, gut aus, aber da hätte niemand, glaube ich, gedacht, dass wir hier zur Mitte der Saison, wohlbemerkt immer noch auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, ja, das möchte ich immer wieder mal dazu gesagt haben, auch weil immer wieder Fragen aufkamen, steht zwar in der Beschreibung, aber da schaut man nicht immer hin, das ist super krass, auch für mich, dass ich hier noch mithalten kann. Ich hätte eher gedacht, dass wir hier in Silverstone, wo es zwar auch auf Abtrieb ankommt, aber ich würde es ein bisschen mit Malaysia vergleichen. Ja gut, ein bisschen kurvenreicher ist Silverstone doch, aber trotzdem hätte ich gedacht, dass wir da jetzt im besten Falle gegen Williams konkurrieren, vielleicht in Richtung Ferrari tendieren, aber wir waren dann nicht weit von den Mercedes entfernt und da ist auf jeden Fall noch einiges an Punkten drinne. Ja, also wenn es hier weiterläuft so, dann
können wir vielleicht sogar, wenn die Mercedes schön sich duellieren, einen Sieg feiern. Wer weiß. Was ich auf jeden Fall sehr, sehr cool fände, wäre Regen. Aber es sieht im Moment nicht danach aus. Es ist sonnig, was auch nicht schlecht ist. Und Lewis Hamilton fährt bei seinem Heim-Grand Prix nicht von Position 1 aus los. Auch das für ihn zwar schade, aber insgesamt vielleicht gar nicht mal so schlecht. Denn ich denke mal, Hamilton dürfte, was die Pace betrifft, ein Ticken schneller sein. Ja, und wir starten mit der Startnummer 3 von Position 3. Und das dürfte wieder mal ein super spannendes Rennen werden. Also in Kanada konnten wir das Tempo halten. Kanada ist aber auch eigentlich so eine Strecke, die ich super beherrsche. Hier müsste ich, glaube ich, einfach nur mal in 2-3 Kurven die Ideallinie von der KI adaptieren. Und dann wäre ich wahrscheinlich schon schneller gewesen als die Mercedes. Aber wie gesagt, ich habe da einen anderen... ich fahre die Kurven einfach anders an. Nicht einen anderen Fahrstil, aber ich fahre die einfach ganz anders an. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir nochmal ganz kurz auf die Rennstrategie. Ich bestätige ganz kurz das ausgewählte Setup. Wobei habe ich das? Ja doch, ich habe es gerade ausgewählt. So, und dann würde ich sagen, let's go. Beim Start verlieren wir hoffentlich nicht so viele Positionen und dann dürfte das hier der nächste Podiumsplatz werden. Los geht's. Oh Mann, Vettel hat mir da kaum Platz gelassen, macht da aber doch einen Rückzieher und Hamilton ist eindeutig schwächer gestartet als Rosberg. Rosberg da mit einem super Start, hat sich direkt von allen distanziert und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Schlüssel hier zu gewinnen, denn sobald einer im Nacken sitzt, wird es schwer, ihn hier loszuwerden. Aber es war auch mal ungewohnt, jetzt nicht von einem Williams direkt beim Start überholt zu werden, sondern von einem Ferrari. Das hat mich total überrascht im ersten Moment. Denn eigentlich sind die es immer, vor denen wir starten. Aber hier sind wir nochmal ein bisschen weiter vorne. So, jetzt sind wir dran an Hamilton. Und jetzt komme ich auch, ja, trotz Berührung mit dem Gras sind wir immer noch so schnell auf dem Gas gewesen, wie ich das haben wollte. Und wir sind vorbei an Hamilton. Für den Moment. Und wir sind komplett vorbei. Super. Und die nächste Station heißt Nico Rosberg. Wow, dass ich hier auch noch direkt eine Position mich verbessern würde. Oh Mann, ja, jetzt in der ersten Kurve ein bisschen untersteuern gehabt. Das war im Qualifying ein bisschen besser. Und jetzt ist Lewis Hamilton in unserem Windschatten. Jetzt könnte er wieder vorbeikommen. Hat uns da auch relativ wenig Platz gelassen, als dass wir hätten da nochmal ein bisschen mit der Linie variieren können, damit wir ihn überholen. Vettel kann noch mithalten. Dahinter ist vielleicht ein Williams vor Raikkonen, deswegen kann Raikkonen nicht mithalten. Oder Raikkonen ist allgemein von der Pace ja nicht so gut. Hier kommen wir auf jeden Fall direkt mal wieder an Hamilton vorbei, vor den S-Kurven. Oh, hier ein bisschen abgeschnitten. Zeit gewinnt man da zwar sowieso nicht, aber trotzdem... ist natürlich nicht so schön, wenn man das macht. Und wir sehen, wir haben super viel Sprit angesammelt. Das können wir für die Geraden verbraten. Oh, hier wieder ein bisschen untersteuern gehabt. Das Auto fühlt sich auf jeden Fall nicht gut ganz so an wie im Qualifying.
Jetzt könnte Rosberg sogar noch stärker profitieren von dem Zweikampf Hamilton gegen uns. Ja, der Lewis ist halt auf den Geraden natürlich schneller. Der doofe Renault-Motor. Jetzt, wo Toro Rosso einen Ferrari-Motor drin hat, bemerkt man, wie groß das Defizit des Renault-Motors eigentlich ist. Vielleicht wäre die beste Strategie jetzt einfach mal an Hamilton dran zu bleiben und mal zu schauen, ob er vielleicht ein bisschen näher kommt an Rosberg. So, 2,3 Sekunden der Abstand zwischen den beiden Mercedes. Oder ich überhole Hamilton hier. Vielleicht könnte ich mir dann einen riesen Vorsprung aufbauen. Denn in den restlichen Abschnitten der Strecke sind wir schneller. Vettel, der bleibt zwar dran, aber der kommt nicht wirklich näher. So, und wir sehen, wir sind hier einfach bedeutend schneller als Hamilton. Bremst hier nochmal extrem ab, damit ich hier bloß keinen Auffahrunfall riskiere. Aber trotzdem sind wir nur 3/10 entfernt, also... Ich muss mich da einfach nur auf eine Runde konzentrieren und wenn ich dann in dieser einen Runde schneller bin als Hamilton und ihn aus dem DRS-Fenster raus habe, dann können wir uns komplett auf Rosberg konzentrieren. Immer noch 2,3 Sekunden. In dem Abschnitt verhaue ich es aber auch immer. Ganz, ganz kurz. Ich möchte nur noch mal kurz gucken. Rosberg fährt 1:35.387. Hamilton 17.000stel langsamer. Schade, ich dachte, dass er wenigstens ein paar Zehntel, eine Zehntel, sagen wir mal, näher kommt. Oh Mann. Gelbe Flagge. Was ist denn da passiert? Ist da Rosberg langsamer? Nein. Oder vielleicht doch. Rosberg ist langsamer. Rosberg ist da langsamer geworden und ich glaube, er hatte einen Platten. Wir gucken ganz, ganz kurz in die Sofortwiederholung. Oh ja. Rosberg hier mit Pech. Schaut mal. Beim Beschleunigen aus der Geraden heraus. Ja, und hier haben wir den Vorteil, dass wir da außen ausweichen können und Hamilton gleichzeitig auch noch überholen. Und damit haben wir hier im Moment die Führung. Der hat sich da sehr, sehr ungünstig angestellt, hat sich da direkt in den Windschatten von Rosberg begeben. Und jetzt haben wir ihn erstmal aus dem DRS-Fenster raus. Das sollte hoffentlich so bleiben, es wird aber schwer. Schaut mal, die Top 3. Und dann kommt erstmal lange Zeit gar nichts.
Und Vettel und Hamilton sind an der Box. Okay, für mich die Chance, eine absolute Bestzeit eventuell zu holen. Ohne mich mit einem Hamilton rumschlagen zu müssen. Perez jetzt auf 2, Kwiat auf 3. Das sind die Spätstopper. Die Rechtskurve hier übrigens, die könnt ihr unterschiedlich anfahren. Ihr könnt da natürlich einen sehr späten Scheitel nehmen oder so wie ich es gerade gemacht habe, einen frühen und einen späten. Oder ihr könnt einfach immer innen bleiben. Oder das, was ich als erstes meinte, mit nur einem späten Scheitel, dass ihr halt außen anfahrt und dann am Ende erst innen fahrt. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr müsst gucken, welche, oh Mann, zu eurem Fahrstil die schnellste ist. So, und dadurch habe ich jetzt extrem viel Zeit verloren. Okay, da liegen... Autsch, da liegen ja extrem viele Teile rum. Schaut mal, sogar hier noch. Ein rotes Teil. Könnte das von einem Ferrari sein? Meine Güte, die Boxengasse ist ja super lang hier. Wir skippen da zwar anfangs zwei Kurven vor Start und Ziel. Und wir kommen wahrscheinlich... Wir kommen vielleicht sogar noch vor unserem Teamkollegen raus. Wir kommen wahrscheinlich... Wir kommen deutlich vor Hamilton raus. Was ist denn da passiert beim Boxenstopp? Na, vielleicht auch nicht. Wir sehen es, das dauert länger als gedacht. Wir kommen raus. Hamilton ist nicht deutlich näher gekommen, aber trotzdem. So deutlich, wie ich es am Anfang gehofft hatte, ist es doch nicht geworden. Er ist immer noch dran. Da haben wir ihn. Trotz des Fehlers 3 Zehntel dazu gewonnen. Ich bin bei der Kurve eigentlich ein Fan von immer innen bleiben und dann den Moment abpassen, wo man rausbeschleunigt. In der Runde gerade eben, wo ich die 2-Scheitel-Lösung genommen hatte, da hatte ich halt schon Reifen, die ordentlich abgebaut hatten. Die S-Kurven hier sind mit einem Lenkrad natürlich unfassbar gut zu nehmen. 2 Sekunden der Vorsprung. Können wir den halten? Ich hatte mit harten Reifen bis jetzt häufiger Probleme in der Saison. Was natürlich blöd ist für Rosberg, ist, dass er wahrscheinlich in derselben Runde wie Hamilton reingekommen ist. Dadurch hat er noch mal ein bisschen länger an der Box warten müssen. Aber besser, man hat es bei gebrauchten Reifen das Problem, wenn man ohnehin an die Box fahren müsste, als wenn man es bei frisch ausgewechselten Reifen hat. Also da hat er noch mal in Anführungszeichen Glück im Unglück gehabt. Muss nur einen Stopp machen. ...1,9 Sekunden. Im ersten Sektor ist Hamilton schneller. Ich habe so meine Probleme mit der Traktion der Autos. Wer die Vorschau zu Melbourne geguckt hat, der kennt auch Anton, alias Batzmann. Der war letztens bei mir. Auch er hat hier bei F1 2015 anfangs Probleme mit der Traktion gehabt. Also genau wie ich. Das ist gar nicht mal so einfach gestaltet hier. Es ist zwar keine vollwertige Simulation F1, aber es hat trotzdem so seine Kniffe.
wo man viel Zeit rausholen kann. Und das ist hier entsprechend bei der Traktion. Holy moly, das war ja gar nicht gut. Aber nur 2 Zehntel verloren. Und Sebastian Vettel ist irgendwo ganz weit zurückgefallen. Und es könnte das erste Rennen sein, in dem 2 Red Bull auf dem Podium stehen. Oh Mann, da gab es wieder einen Zusammenstoß und Hamilton kommt näher. Au, und auch in den schnellen S-Kurven, da ist so ein Crash wirklich gar nicht lustig. Und Lewis ist nur noch 1,8 Sekunden entfernt. Also selbst im zweiten Sektor habe ich dann nicht so viel Zeit gut machen können zu ihm, obwohl das eigentlich unser Sektor ist. Ja, und jetzt schleichen sich echt viele Fehler ein. Und jetzt ist Felipe Massa Dritter im Zweikampf gegen unseren Teamkollegen. Na komm schon, ich würde es Kvyat gönnen. Der scheint in dieser Saison so viele Probleme gehabt zu haben. Hat auch nicht die Pace offensichtlich, um hier mitzuhalten. Und den WM-Titel hätte er wahrscheinlich eh nicht mitgekämpft. Auch ohne Probleme nicht, aber er hat nur ein Viertel der Punkte, die wir haben. Das ist natürlich zu wenig für ihn. Denn fahrerisch kann er schon einiges. Eins ist klar, sobald Hamilton ins DRS-Fenster kommt, lässt er sich nicht mehr abschütteln. Deswegen muss ich eigentlich jetzt irgendwie versuchen, nochmal wegzukommen. Ja, jetzt ist er dran. Vielleicht kriege ich ihn jetzt noch raus in diesen Kurven. Los geht's, komm schon, Konzentration. Oh nein, gelbe Flagge. Und im zweiten Sektor eine persönliche Bestzeit gefahren. Ich bin 8 Zehntel schneller gewesen als Hamilton. Das habe ich mal gebraucht. Jetzt nochmal bitte genauso im dritten Sektor. Rosberg eventuell nochmal in der Box gewesen. Denn er fährt hier aktuell eine Wahnsinns-Pace.
viel schneller als Hamilton oder wir. In der letzten Runde 2 Zehntel schneller gewesen als Lewis. Ach du liebes bisschen, ey. Die letzten Rennen sind so anstrengend. Persönlich verbessert im ersten Sektor, trotzdem kommt Lewis Hamilton näher. Nicht zu knapp, um 6 Zehntelsekunden. Ich brauche wieder so einen zweiten Sektor, komm schon. Ja, die Kurve ging so. Okay, Roberto Meri überholt. Hat mich hier keine Zeit gekostet. Trotzdem bin ich nicht so schnell gewesen. Rosberg holt derweil 1 bis 1,5 Sekunden auf zu Hamilton und mir. Das sind sogar 2 Sekunden, die Rosberg näher kommen würde. Und Meri hält hier offensichtlich Hamilton ein bisschen auf. 2,2 Sekunden beträgt der Abstand jetzt. Und ich glaube, das war's jetzt. 2 Sekunden schneller fahren als wir. Das kann auch Rosberg nur mit frischeren Reifen. Wir gucken nochmal. Hat er überhaupt frische Reifen? Tatsache, er fährt jetzt nochmal auf Options, ist im Moment nicht in den Punkten. Vettel nur auf 8, quert auf 7 zurückgefallen. Meine Güte, was ist denn da passiert? Aber ein Romain Grosjean auf 4. Der hat ja auch schon in der richtigen 2015er Saison ein Glanzlicht gesetzt. Das war in Spa, als er plötzlich Dritter wurde nach dem Vettel-Ausfall. Und 2016 knüpft er an diesen Glanzpunkt an mit dem 6. Platz im Debütrennen für Haas. Und noch ein letztes Mal durch die S-Kurven. Bitte wieder nicht versauen, einfach nochmal perfekt durchfahren. Ein bisschen weit rausgekommen, aber... das ist in F1 nicht so schlimm. Und wir haben 1,4 Sekunden Vorsprung. Das dürfte der Rennsieg sein. Jetzt nochmal fehlerfrei durch die letzte Kurvenkombination. Nicht die Traktion verlieren, nicht überstrapazieren das Auto. Dann haben wir es. Das ist es. Das ist, glaube ich, der 2. Rennsieg der Saison. Und es war wieder ein sehr, sehr arbeitsintensiver Sieg. Meine Fresse. Felipe Massa holt den 3. Platz. Starkes Ding. Ja, ich weiß noch, 2015, da sah es eine Weile so aus, als könnte Williams eventuell einen Mercedes vom Podium verdrängen. Ja, und da haben sogar 2 Piloten noch eine Strafe bekommen, nämlich 5 Sekunden. Die gingen an Pastor Maldonado und Fernando Alonso. Die wären aber auch so nicht vor Rosberg gelandet. Das heißt, die haben dadurch keine Position verloren. Maldonado wäre dabei 1 Minute 17 Rückstand gewesen. Aber das ist auch natürlich krass, wenn man sich die Zeiten mal anschaut. Wo ist denn Dani Quert überhaupt? Ach, schade, der hat in der letzten Runde noch einen Ausfall gehabt. Ist aber... da er mehr Runden gefahren ist, beziehungsweise früher die vorletzte Runde begonnen hat, noch in der Wertung vor Roberto Meri gelistet. Ansonsten hat Sergio Perez hier unfassbar viele Strafen erhalten.
Raikkonen auch ein Leidtragender dieser ganzen Zwischenfälle. Ja, das ist halt ein bisschen blöd. Sobald ein Auto einen Defekt hat, gurkt es auf der Ideallinie rum. Das hat Nico Rosberg so ein bisschen auch gemacht. Und ich glaube, das hat so eine Kettenreaktion schön ausgelöst. Die ist natürlich für einen allgemeinen Rennverlauf und für das Ergebnis ganz schön, da man eine Reihenfolge hat, die man sich sonst nur erträumen könnte. Zum Beispiel Grosjean von 13 auf 9, Hülkenberg von 11 auf 6. Gut, das ginge auch so, glaube ich. Oder Maldonado von 16 auf 9, Fernando Alonso von 18 auf 10 ist auch nicht schlecht und von 17 auf 11 Jenson Button ist auch super. Aber es ist natürlich ein bisschen schade. Auch das könnte man für ein weiteres Formel-1-Spiel fixen. Aber ich bin einfach zufrieden. Ich bin froh mit diesem Rennergebnis. Das war super. Wir hätten von Anfang an zwar Hamilton auch überholen können, aber die Frage ist, wären wir vorne geblieben? Das hätte uns einfach mehr Zeit gekostet. Und im Endeffekt wäre es eigentlich egal gewesen, da wir ja Hamilton auch so geschlagen haben. Da kam natürlich Rosbergs Problem und hat uns sehr in die Karten gespielt, aber wir wären auch so einfach vorbei gewesen. Das wäre kein Problem, ihn da hinter sich zu halten. Da kam sogar noch der ein oder andere Fehler. Ja, man möchte es halt spannend machen. Nee, Quatsch, es ist nichts gekünstelt gewesen hier. Ich habe halt wirklich jede Runde gebankt, dass der Hamilton da nicht näher kommt. Man muss halt wirklich an die Grenzen des Autos gehen, denn der Mercedes ist wahrscheinlich hier nochmal eine bis anderthalb Sekunden schneller wieder. Und ja, da muss man wirklich alles geben. Auf 3 Felipe Massa, der hatte 24 Sekunden Rückstand. Da war vor ihm lange Zeit nichts und hinter ihm auch. Denn da hatte er 27 Sekunden Vorsprung zu Romain Grosjean. Wie das jetzt zustande gekommen ist, dass Valtteri Bottas hinter Romain Grosjean landet, obwohl, und das auch noch mit 6 Sekunden Abstand, obwohl beide nur einen Stop hatten, das muss mir auch nochmal jemand erklären. Auch das super interessant. Und Vettel musste auch zweimal stoppen insgesamt und deswegen ist er nur Siebter geworden. Ja, insgesamt super, super spannendes Rennen. Also es ist super intensiv gewesen und vor allem, wenn man da vorne fährt und weiß, sobald du einen Fehler machst, ist Hamilton vorbei. Ja, das ist halt dann so der Moment, wo man wirklich Bange hat um den Sieg. Das nächste Rennen wird jetzt in Ungarn sein, aber wir gucken mal, mit welchem Punktestand wir da reingehen werden. Wir sind nämlich einen Punkt nur noch hinter Nico Rosberg und 36 Punkte hinter Hamilton. Er ist Zweiter geworden, das heißt, um 7 Punkte haben wir den Abstand verkürzt. Es waren mal 43 Punkte, wirklich. Das sind ja echt viele gewesen. Aber wir sind konkurrenzfähig. Und Ungarn ist eine Strecke, die ich persönlich zwar nicht so gut beherrsche, aber auf der kann man mit dem Red Bull, denke ich mal, vieles Gutes anstellen. Schade wieder für unseren Teamkollegen. Jetzt hat er nicht mal ein Fünftel unserer Punkte, glaube ich. Ja, mal 5 kämen wir noch 115. Ah, ärgerlich. Ärgerlich für ihn. Auch für die Konstrukteurswertung. Wenn er da 50 Punkte, was realistisch ist, mehr hätte, dann wären wir da an Ferrari vorbei sogar. Mercedes ist außer Reichweite. Gut, da braucht man nicht zu träumen. Aber ansonsten noch eine Erwähnung. Lotus ist vorbei an McLaren. Durch den 4. Platz von Grosjean und ich glaube durch den 8. oder 9. Platz von Maldonado. Den 9. Platz, genau. Der hat da nochmal 2 Punkte geholt. Ja, starkes Rennen. Das hat mir gefallen und ich glaube in Ungarn werden wir ein ähnliches Rennen sehen. Auch da wird wieder unser Defizit eine Rolle spielen, dass wir auf der Geraden ein bisschen zu langsam sind. Ungarn hat eine lange Gerade und da wird Mercedes immer wieder die Chance ergreifen können, selbst wenn wir vor ihnen sind, mit DRS und oder mit Windschatten vorbeizuziehen. Ich glaube, da reicht sogar der Windschatten bei dem Motorunterschied. Aber ansonsten können wir es schaffen. Ihr habt es gesehen, wenn man da ein, zwei Runden richtig timet, die Strategie, dann geht das schon. Und dann braucht man sich auch keine Sorgen mehr zu machen um die Mercedes. Naja gut, wenn man ein, zwei Runden auch dann wirklich schnell fährt und wenn man dann keinen Fehler macht in der Runde, die man zusätzlich auf den weichen Reifen fährt, dann kriegt man sogar den Hamilton aus dem 2-Sekunden-Fenster raus und das ein bisschen langfristiger. Gut, das war ein super spannendes Rennen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Es kommt bald der Bahrain Grand Prix. Es ist jetzt nur noch eine Woche hin. Da freue ich mich extrem drauf. Da wird es auch wieder natürlich die Vorberichterstattung von Anton und mir geben. Und mit wem wir da fahren, das lasst euch eine Überraschung sein. Beim Tippspiel möchte ich sagen, für alle, die die letzte Folge verpasst haben, es wird immer ein Tippspiel geben und
als Anreiz dafür, für Leute, die beim ersten Mal zum Beispiel nicht dabei waren, da habe ich was eingerichtet, dass wir nicht nur uns die Gesamtpunkte anschauen, wie viele Punkte ihr über die gesamte Saison hinweg gesammelt habt, sondern auch wir gucken uns auch den Durchschnitt an. Das heißt, wenn ihr durchschnittlich, also wenn ihr an 3 Rennen teilgenommen habt, sagen wir mal, und ihr habt da trotzdem super abgeräumt, dann seid ihr in der durchschnittlichen Kategorie von den Gesamtpunkten her trotzdem super dabei. Das so als Anreiz, und das Video kommt dann entsprechend wieder Samstag nach dem Qualifying. Ihr könnt nach dem Qualifying tippen, wir tippen das alles vor dem Training, und deswegen wird es da umso spannender für uns. Für uns ist es eine zusätzliche Schwierigkeit. Wobei, ich muss gucken, vielleicht mache ich das vorm Qualifying, aber ihr könnt auch gerne bis Rennstart noch dann entsprechend tippen beim nächsten Rennen. Aber jetzt wirklich genug der Worte. Danke fürs Einschalten, haut rein!